Hey und willkommen zur großen Umbaufolge hier im Jahreszeitenhaus zu Weihnachten. Ich bin Daniel von SimFans.de und ich würde sagen, wir starten erstmal, bevor wir das Halloween-Zeug hier nicht mal wegräumen, mit der Deko-Box. Yay. Komm mal, hier ist bei der Arbeit hier noch. Ich dachte, wir haben heute frei. Nathan, du bist dran. Wir machen erstmal die Weihnachtsdeko am Haus, will ich sagen. Guck mal, das ist schon erfüllt hier dekorieren. Feiertagsdekoration wählen, Dachrinnen für Weihnachtsparty dekorieren. Da machen wir doch mal die Dachrinnen. Die Dachrinnen. Hätten wir welche, wie würden wir sie? Wir machen mal hier weiß und blau heute, oder? Können wir mal ein bisschen was anderes. Sie hat alle rot angezogen, das steht ihr besser hervor. Friese für Weihnachtsparty machen wir. Da gibt es so Sterne hier. Sternchen in Gold. Mal, wir sind die neu. Letztes Mal waren wir mit Hannah in der Cupcake-Bäckerei. Hey, ihr holt schon alle Tier. Nein. Stopp. Alter, Hannah, man kann das gar nicht in den Kühlschrank verschieben. Das ist ja mal blöd hier. Holt ihr euch schon alle hier was zum Essen hier? Mensch, Luna, du Nudel. Solange es noch was gibt hier. Ja, heute steigt die große Weihnachtsparty, beziehungsweise morgen in der Folge, aber heute dekorieren wir mal. Fundament, da müssen wir was Kurzes dran machen, ne? Weil es ist nicht so hoch bei uns. Da können wir... Nehmen wir mal so rote Lampen. Und dann die Spandrillen hier auch noch. Machen wir auch noch Spandrillen. Haben wir Spandrillen? Nehmen wir mal diese Banner da, oder? Rot und grün. Ah, verrenkt euch doch nicht so. Und die Zäune, da muss es glitzern hier, oder? Die Zäune, die dürfen noch mal ein bisschen mehr blinken. Blinken Herzchen. Da müssen wir was Klassisches mal nehmen hier, oder? Mhm. So, wir gucken mal, wie das schon aussieht vielleicht. Sehen wir das hier schon? Ja, ach, wie schön hier. Wow, wer hat die Grenze angebracht da oben an dem Dach, du? Das ist ja auch nicht schlecht, ja? Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja auch nicht schlecht hier. Manometer. So, die Zäune sind auch schon fertig, Nathan. Sehr gut. Hast du das zuerst gemacht? Harmoniert auch sehr gut mit unserer Hecke. Oh Gott, das Halloween-Zeug hier überall noch. Gut. Ja, mal gucken, ob es heute noch schneit. Sonst müssen wir mal die Wettermaschine wieder anschmeißen. Noelle ist ja schon im Garten. Sehr schön. Ja. Go. Komm. Nee, die nicht, die rosanen. Nee. Die anderen da, habe ich gesagt. Hier, ja. So, Fundament ist noch nichts. Da musst du noch mal ran. Wir müssen nur noch arbeiten jetzt. Am Gestaltungskurs teilnehmen. Oh, mach das mal. Dass man da alles machen kann. Das haben sie auch irgendwie geändert wieder, ne? Gibt's immer wieder neue Sachen auch. Am Lagerverkauf hier teilnehmen. Was für ein Ding? So, haben wir das fertig? Yay! Glühlampen hier überall. Sehr gut. Also gut, dann machen wir mal Pause und gehen in den Baumodus. Denn heute wird hier dekoriert, würde ich mal sagen, ja. Und nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Ich mache mal das Taglicht an. Ist das schon Tag? Hier, guck mal, es war wieder schön raus. Genau, das kommt alles wieder weg. Mehr, es muss alles weg. Alles kommt raus. Dann haben wir auch gleich Kohle für unseren Weihnachtsumbau. Alles kommt raus hier. Ja, nächstes Jahr dann wieder. So ist das doch. Sehr cool. Ja, Halloween feiern wir nächstes Jahr aber auf dem Friedhof, oder? Trigger. Oh, das ist noch Trigger. Der Geist von Trigger ist hier noch unterwegs. Aber die Rentiere können wir lassen hier. Die sind auch schön hier. Die können wir immer schon dauerhaft hier. So, alles kommt raus. Das Tolle ist ja, man kann ja die Dinger wenigstens umfärben auch, ne? Gibt's ja auch so schöne Weihnachtssachen da, oder? Gibt's, ach, guck mal an. Ja, das ist ein bisschen blöd hier mit dem Platz, aber... Ja. Was haben wir noch? Da hier, das Freezer Bunny mit Christmas Deko. Oh, die müssen wir noch wegmachen da. Das geht nicht. Und den Gruselvorhang, den machen wir rot. Eine schaurig schöne Christmas Party. Ja, die finde ich jetzt aber gar nicht so schön. Nee, machen wir weg. So. Ja, können wir das noch weiter runter hier? Ja. Passt hier hin, oder? Ja, yeah. So. So ist doch gut. Die Lampen könnte man auch noch einfärben. Dann wird doch bestimmt auch so Herzen. Das ist toll. Das ist schön. Grün und Rot gibt es auch. Machen wir ein paar Herzen. Ein paar rote. Und ein paar haben wir im Viererpack gekauft im Baumarkt. So, machen wir das so. Das Auto ist voll vereist.
Könnte man es nutzen? Wäre es doof. Dann machen wir hier auch nochmal so ein bisschen was. Hier, Christmas. Christmas time. Ja, der Bock sagt, der muss jetzt raus. Aha, der muss jetzt raus. Das Schulprojekt, das müssen wir mal da nach hinten packen. Das können wir mal behalten. Und statt dem Koala-Bär gibt es jetzt wieder. Auch wenn wir so ein bisschen Grenze haben wir hier noch. Ist das mal schön hier. Ja, die alten Großeltern, die alle sind schon tot. Sina und Felix und Lia und Marvin. Oh, und der Patrick sogar hier noch. Ja, der Verflossene von Hannah. Ja, also Geschenkeberg muss ja natürlich auch rein. Also das geht ja mal gar nicht ohne. Also da müssen wir auf jeden Fall. Wir machen hier wieder unseren Weihnachtsbaum oder machen wir dann beim Fotostudio. Das würde natürlich auch gehen. Aber ich würde ihn hier in das Wohnzimmer reinstellen. Ne, dann wäre doch ganz gut. Dann könnte man hier auch den Kamin umbauen, würde ich mal sagen. Dann nehmen wir den neuen aus Jahreszeiten mal. Baby.moveobjects. Ja, wenn du den Kamin nicht dekorieren kannst, dann kauf dir einen neuen zu Weihnachten. Ganz klar. Wow. Oh, da gibt es aber coole Farben hier. Aber ich fand das Gelb schon ganz schön. Das passt auch hier so ein bisschen rein. Wir müssen ja nicht immer in das Rot-Weiß auch gehen, oder? Machen wir mal ein bisschen was anderes hier, oder? So ist das doch gut hier. Wow. So, mehr Geschenke hier. So, was haben wir noch? Hier, die Tanne. Aber wir müssen den selber. Künstliche Kaufhaus-Feiertagsfichte. Ne. Wir nehmen hier einen eigenen Baum. Aber ohne Kunstschnee. Ich mag das gar nicht. Ich finde das voll schrecklich. So. Machen wir dazu. Der Tisch kommt hier rüber. Haben wir Platz dafür, oder? Das passt soweit. Ja, yeah, das muss passen. Wieso ist denn deine Lampe im Regal? Aber auch schlecht. Mach mal so. Da fehlt eigentlich nur eine, oder? So. Haben wir das auch geschafft. Jetzt gucken wir mal rein, was es hier noch so zur Auswahl gibt. Feiertagskartensammlung. Ja, wir könnten hier eigentlich das Ding um... Oder? Nee, das ist das Gemalte, ne? Ja, das ist das Selbstgemachte. Das geht nicht anders. Machen wir wenigstens die Weihnachtsblumen anders. Das Selbstgemalte hier. Dann können wir hier noch so einen Weihnachtskranz aufhängen. Ganz schön. Ja, an der Tür ist nicht so gut. Da müsste man den rechts und links platzieren. Dann können wir das mal so machen. Ja, diese Objekte kann man sonst so selten verwenden. Aber es ist so schön eigentlich. It's so fluffy. So fluffy. Das ist so eine Deckenhangpflanze. Die pflanzen wir mal hier zwischen die Bücherregale. Geht das? Ja. Oder dass die Dinger da reinhängen in die Bücherregale? Sehr gut. So, die Bücherregale sind zwar nicht so hoch, aber... Papierbastelei für die Decke haben wir auch noch hier. Ist auch schön. Auch mit Schneekristallen hier. Das ist auch toll. Das können wir hier mal so ein bisschen über den Esstisch vielleicht hängen. Oder Gabentisch. Da so ein paar creepy Dinger hier noch. Was haben wir noch? Wir können ja auch mal so eine Lampe da eigentlich drüber hängen. Guck mal an. Ja. Ja. Was hätte der Häschenhut? Brauchen mehr Platz, Leute. Wir haben keinen Platz mehr. Geht schon nicht. Das ist so ein bisschen wieder, geht wieder in Richtung Silvester, aber passt auch. Oh ja, hier noch was. Da wird noch was bisschen, oder? So ein bisschen müsste man eigentlich die Vorhänge wegreißen hier. Das ist ja mal gar nicht gut. Kann man das vergrößern, ohne dass es zu groß wird? Ohne dass es zu groß wird, dann wird es voll dunkel, weil es in einem Kamin ist. Kann man das um den Fernseher rum? Ja, kann man ja also. Denn hier, heute wird nicht Fernseh geguckt. Hier, wir machen heute... Das ist aber toll eigentlich, ne? Geht zwar hier so ein bisschen rein, aber das könnte da noch am Rand dran vorbeihängen, gefühlt. Kerzen, natürlich Kerzen brauchen wir noch. Ja, guck mal, da haben wir schon, also gut. Eine Eisskulptur. Das ist auch so was Krasses eigentlich, ne? Aber das ist voll schön. Das hatten wir letztes Jahr noch nicht, glaube ich, oder? Kam das dazu schon? Das kam schon letztes Jahr, glaube ich, ne? Ja, die Weihnachtsmänner, die sind natürlich auch schön. Wir haben auch noch gar keinen Schneemann gebaut. Hier zumindest. Die Studis haben das schon gemacht. Ja, unsere Studis. Der ist so knuffig. Oh, dazu schön die Äuglein zu. Hier also. Glitzerbäumchen. Also ich würde auch mal sagen, weil wir hier jetzt irgendwie Platz haben, dann können wir hier aus dem fröhlichen Feiertagepack den Weihnachtsbaum hier nehmen oder an den so ein bisschen vergrößern, dass wir da nachts, müssen wir glaube ich auch einschalten, ja.
Dass wir da nachts so ein bisschen Stimmung auch noch haben. Kann man den einschalten? Nathan, Jungschen. Hier, Baum beleuchten. Bild einschalten. Geht auch schon? Baum beleuchten. Geht das? Leuchtet der jetzt schon oder nicht? Begrüßt du hier schon die Stella? Hallo. Macht ihr Hausaufgaben? Uni-Hausaufgaben? Ja, fleißig, Mädchen. Komm, wir gehen mal raus, beleuchten den Baum. Kommst du da ran? Zusätzliche Schulung. Heute doch nicht. Einen Kollegen zur Schulung schicken. Ja, heute nicht, du. Naja, aber wegen ihrer Elternfreudenmerkmale. Kommst du da ran? Was steht da im Baum hier drin? Ha, hast du es geschafft jetzt oder ist der noch nicht beleuchtet hier? Ich würde mal sagen, der ist noch nicht beleuchtet. Vielleicht können wir den verkleinern wieder. Dann kannst du den beleuchten. Dann kommst du nämlich ran. Komm, beleuchte den mal bitte. Oder geht das erst bei Nacht? Oh nein, Feuer, das ist abgefackelt. Oh nein. Löschen. Advent, Advent, der Weihnachtsbaum brennt hier. Oh, scheiße. Oh Gott. Macht mir Angst hier, aber ja, Nico, jetzt ist zu spät, ist er schon kaputt hier. Puh. Also gut, neuer Versuch. Eieiei. Das ist ja wieder mal eine Sache hier, wa? Das ist ja wieder mal eine Sache. Dann nehmen wir jetzt mal den anderen. Der ist eh schöner hier. Nehmen wir jetzt mal den einfach. Machen wir den mal kleiner. Ach, Nathan, wirklich mal. Einschalten. Einschalten. Ja, der geht von allein, oder? Der leuchtet von alleine, also denn. Sehr gut. Nico, raus da. Ja, wir bestrahlen hier die ganze Nachbarschaft mit unserem fetten Weihnachtsbaum hier extra in der Straße, dass sie alles sehen, ja. Kleehaushalt. Oh, wir haben Versicherungszahlungen bekommen. 184 Simoleons. Ja, danke, immerhin. Wow. Ja, eigentlich könnte der nochmal eine Stufe größer sein, du, oder? Ich meine, man will ja jetzt nicht auftragen, fett, aber wir sind ja hier in Sims. Mit den Monsterkugeln, da kannst du ja einer mit erschlagen. Da kannst du ja 10-mal Bowling damit spielen, du. Manometer. Aber das finde ich jetzt toll. Das ist auch schön eisig. Der ist so schön. Ja. Also gut. Advent-Deko und das Haus brennt ab. Kann man die auch, gibt es da noch ein bisschen? Guck mal, die Blütchen da, kann man da noch was machen? Ja. Das sind eigentlich schon ganz schön. Ist so alles so ein bisschen frühlingshaft hier halt, ne? Das ist unser Frühlingswohnzimmer, das ist ja das Jahreszeitenhaus. Man kann nochmal hier reingucken. Festtag, so ein paar Kerzen möchte ich auf jeden Fall auf den Tisch auch stellen, ne? Das muss noch rein. Man könnte auch hier nochmal sowas machen, das ist ganz schön. Kann man die auch vergrößern, ohne dass es, ja, das ist ein bisschen arg groß dann. Vielleicht wenn wir zwei, ja, so mittelgroß wäre wieder gut, ne? Die muss man schon da oben hinhängen, sonst sieht es auch doof aus. Ja, so ein bisschen Krams will ich hier schon haben. Also ganz ehrlich, muss man schon sagen. Okay, wie ist denn jetzt das Licht aus hier überall? Das ist ja doof. Haben wir uns den Strom abgestellt? Da können wir noch ein bisschen was draufstellen. Dann können wir... Oh ja, so ein Gabentisch finde ich auch mal ganz schön. Da können wir, kann man noch mal was machen. Ja, da kann man da noch mal was hinstellen. Ja, muss schon dekoriert werden hier. Das Füllhorn. Ja, so was da. So was Kleines. Das ist doch schön. Das ist doch fein. So. Ja, da können wir wieder nichts hier platzieren, hier, Leute. Manometer. Also gut. Hoffentlich kommt die Lea jetzt bald mal. Ist halt jetzt Feierabend? Ja. Wir müssen jetzt mal einschalten. Nee, automatische Lichter. Alle Lichter. Voll düster hier. Da ist niemand zu Hause. Hier hingehen. Komm, Lea. Lea, Lea, hier hin joggen. Wir machen jetzt den Weihnachtsbaum hier schön. Ja, da muss natürlich noch sein hier heute. Was musst du denn alles machen? Federchen Frost taucht um 20 Uhr in der Nähe des Kamins auf festliche Stimmung. Geschenke öffnen, Geschenke verteilen. Uiuiui, wir müssen noch Geschenke hier holen. Mach mal dekorieren mit... Nee, dekorieren mit... Mit Schmuck. Und zwar, was machen wir denn? Gelb und weiß. Gelb und weiß dieses Mal, oder? Komm mit deinem Schatzilein, das kannst du mal machen. Das
geht hier schon wieder Fernseh gucken hier. Ja, guck mal, ich habe schon schön dekoriert, bis du kommst hier. Guck mal an. Alte Blumenbinderin hier. Florale Organisatorin. Ja. Advent, Advent, der Weihnachtsbaum brennt. Ah, du kannst das auch nicht hier. Du musst das Tor hier schmücken da. Ja. Da müssen wir aufheizen, dass du deine Klamotten ausziehst hier. Lalala. Jabadabs. Leute, ihr seid zu früh da hinten. Morgen geht die Party erst los, also bei uns morgen. Im Spiel heute. Da. Ist noch nicht fertig mit Dekorieren hier. Oi! Ach ja, das ist auch fein, oder? Ja? Gefällt's dir? Ist doch schön. Komm, die Spitze brauchen wir noch. Dekorieren die Spitze und zwar in Weiß und Gold. Dann kannst du nochmal dekorieren mit Baumdecke. Dann machen wir auch Weiß und Gold. Ein bisschen Rot darf rein. Rot und Gold. Was war jetzt los? Lichter bewundern. Jetzt geht nichts mehr. Dekorieren. Spitze. Mach das jetzt mal. Geh in die Spitze nicht. Gelande. Popcorn und Preiselbeeren. Rot und Gold. Nathan, was ist los? Hier alle Windbeutel am Mampfen hier. Echt jetzt? Dekorieren. Spitze. Weiß und Gold. Bitte. Come on. Auf. Bewegung. Bewegung, Bewegung. Ihr alten, verfressenen Sims, ihr. Jetzt kommt auch noch schönes Wetter. Sehr gut und es schneit. Ja, yeah. So wünscht man sich doch Weihnachten hier, oder nicht? Mann, Mann, Mann. Komm, hör mal auf zu mampfen jetzt. Müssen wir noch weiterbauen. Was brauchen wir denn sonst noch? Das ist schöner Glitzerschnee hier. Oh, was für ein schöner Glitzerschnee. Glitzer. Ja, ich weiß. Jetzt dekorieren wir mal den Baum fertig. Komm, bitte mach das mal. Festliches Gefühl. Festliche, fröhliche Dekoration. So muss es doch sein. Na, also denn. Yay, yeah, wir haben die Aufgaben schon erfüllt jetzt. Ja, also. So, mach mal hier fertig, komm. Ja, was hast du denn da für eine Kugel da in der Hand? Ach nee, das ist das komische Viech da hinten. Die Nachteule. Rappadab, Yipsi-Dips. Ah, ist das toll. Na? Bla bla. Der abwechselnd. Jabba, dabba, dipdidu. Komm bitte, ich will die Spitze sehen. Der Baum muss noch fertig werden. Hier kannst du so nicht lassen. Da. Wow. Schöne Spitze, aber mhm. Und du machst die? Die Girlanden machst du anscheinend. Aber du hängst doch Kugeln auf hier. Zusammen singen. Geschenk kannst du noch hinzufügen. So, jetzt wird's hier Tag. Sehr cool, das sieht gut aus. Sehr gut, noch mehr Geschenke hier. Wow. Wow, Geschenke. Geschenke, was für ein fetter Berg, oder? Könnt ihr schon mal schreiben, was ihr euch zu Weihnachten wünscht? Was macht ihr an Weihnachten? Habt ihr auch schon dekoriert? Wie habt ihr dekoriert? Teilt mal ein bisschen was. Gerne auch im Discord-Channel oder hier in den Kommentaren, weil es heute so gut passt. Und ja, es ist schon 19.45 Uhr. Wir wollen doch heute nicht spielen, wir wollen doch morgen die Party feiern. Dann müssen wir eine After-Christmas-Party doch nochmal einplanen hier. Ja, das müssen wir wohl machen. Dann machen wir das heute noch. Dann haben wir hier einen Feiertag. Eine After-Christmas-Party. Ja, wir machen ersten Weihnachtsfeiertag. Wie Feta. What? Wir machen auch hier Winterfest. Und da machen wir dann ein bisschen mehr Party. Festliche Beleuchtung haben wir dann ja schon. Dann machen wir auf jeden Fall ein fettes Essen. Dann machen wir auf jeden Fall Gäste einladen, Partystimmung. Planschspaß. Fährt euch den Frost? Ne, der war ja heute schon da dann. Der ganze Tag schon wieder vorbei. Manometer, dann machen wir ein bisschen Romantik. Das reicht auch, oder? Feuerwerk.
Eisbär schwimmen. Ah, machen wir auch. Eisbär schwimmen. Ja, ja, wir sind in Sims. Sehr gut, einfach mal Feiertag reingesetzt. Würde ich auch gerne machen zum Kalender. Ja, heute machen wir Feiertag. Den ersten Wefeta. Muss ich ganz an einen Feta-Käse hier trinken, denken oder was? Gut. Ja. Ja. Dann gucken wir jetzt nochmal rein. Wir gucken nochmal rein. Das soll es doch nicht gewesen sein. Feiertagsobjekte. Komm, da muss doch noch was Schönes hier nochmal rumkommen. Sollen wir nochmal ein Rentier hinten in den Garten stellen? Ein schönes. Dann kommen die Tiere schon nicht, weil die denken, das sind echte Tiere hier auch und gucken da eben zu. Ja gut, den Weihnachtsmann finde ich zu kitschig, ne? Den mag ich nicht mit Surfbrett. Man könnte nochmal hier so ein paar Girlanden irgendwie aufhängen. Da gibt es das Schöne auch mit Snow und Christmas. Christmas time. Muss ich alles wieder abhängen hier, ne? So, die oben, die hängen bestimmt noch einige Jahre da. Sowas vergesse ich dann immer, wenn der da irgendwo in der Mitte da noch rumhängt. Das sehe ich dann erst wieder im März oder so, zufällig in irgendeinem Kommentar. Ja. Ja, also, wir müssen auch die Gäste jetzt einladen. Das geht ja mal gar nicht hier. Wir sind viel zu spät. Dann brauchst du wieder 2 Tage, um Weihnachtsbaum zu dekorieren. Naja, gut. Das war's für heute mit der Weihnachtsdeko-Folge. Ich bin Daniel von SimFancy. Das ist das Jahresdeinhaus. Wir gucken uns nochmal an bei Nacht. Hui. Sehr schön. Heute haben wir dekoriert. Wir haben den Weihnachtsbaum abgefackelt. Wir haben einen neuen Weihnachtsbaum gekauft. Draußen vergrößert. Wir haben hier so ein bisschen die Lampen verändert. Wir haben natürlich die ganze Deko für das Haus gemacht. So mit den Girlanden, mit den Zäunen und mit den Dächern. Und im Wohnzimmer haben wir natürlich auch hier schön dekoriert. Mit Geschenkeberg und schönem neuem Kamin. Und hier auch nochmal eine Deko, die irgendwie gerade total düster ist. Und so ein paar Kerzchen und so alles ein bisschen, ne? Hier auch nochmal ein bisschen was. Wir haben überall hier Zeugs. Wir haben für viel Zeugs jetzt gekauft. Aber wir sind ungefähr wieder bei 34.000. Das ist gut. Also Halloween-Deko. Na, sehr schön. Das war's. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal hier im Let's Play. Oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Und natürlich auch euch. Frohe Festtage, schöne Weihnachten. Viel, 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 viel schöne Zeit und viel, viel, viele schöne simmlische Geschenke im besten Fall, oder? Ja, und bis dann, macht's gut. Tschüss.